Hallihallo und herzlich willkommen zu Minecraft. Ja, also, das ist hier mein erstes Let's Play, was ich mache, somit auch Part 1. Und ja, also, ich verwende hier übrigens ein Texture Pack, das heißt Mesa 420 oder so. Und ja, also, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, ein bisschen Holz abzubauen und dann machen wir mal ein Haus und alles. Ja, also eigentlich jetzt schon mein, es ist eigentlich schon mein drittes Let's Play, was ich mache. Die anderen musste ich alle abbrechen. Bei meinem ersten Let's Play hatte ich auf einmal vier Creeper im Haus. Bei meinem zweiten Let's Play ging das Mikrofon nicht. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass das hier funktioniert. So, machen wir erstmal die Bäume hier weg. Braucht doch eh keiner, abgesehen von mir. So. Und mal gucken, ich würde sagen, wir bauen dann hier so eine kleine Hütte hin, wo wir dran dann drin wohnen und auch ein bisschen unsere Zeit verbringen werden. So, noch ein bisschen helles Holz. Können wir dann ja unseren Boden draus machen oder so. Dann müssen wir mal gucken, was wir so für Tiere in der Nähe haben. Damit muss man ein paar Schweine und Schafe und sowas halt ein bisschen einfangen können, damit wir auch was zu essen haben. Aber ich glaube, Schweine hab ich hier drüben im Park gesehen. Muss man mal gucken. Wir werden schon was finden. Wenn nicht, verhungern wir halt. Okay. Ja, ich würde sagen, haben wir erstmal hier das Zeug so ein bisschen weggemacht. Und jetzt können wir ja mal anfangen, unser Haus zu bauen. Dann machen wir jetzt erstmal ein paar Bretter. Machen wir jetzt den Hausumriss. Dann haben wir noch ein bisschen Platz. So. Schon besser. Und dann machen wir jetzt hier mal unser Haus hin. Muss jetzt ja nicht allzu groß sein da. Mal gucken, wie wir es am besten machen. Das war jetzt nicht so gut. Ja, ich glaube, wir müssen uns mal eine Axt machen. Das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass das passiert ist. Okay, jetzt hat hier der große Meister die Tür vergessen. Komm, geh weg. Also jetzt sieht man mal wieder, wie umweltfreundlich wir alle sind, ne? Das ist die Jugend von heute. Platz machen hier. So. Toll. Mal wieder ein bisschen Holz hacken.
Das Blöde war ja übrigens, als die Creeper in meinem Haus waren, dass ich eine Truhe hatte, wo 3 Diamanten drinne waren, die ich mühsam aus einer Truhe im Dorf geklaut habe, ne? Also muss man sich mal vorstellen. Das war jetzt auch nicht so toll. Hätten sich ja wenigstens mal entschuldigen können oder so. Ach nee, die Regen, Alter. Okay, was noch mit Holz und dann machen wir es vielleicht mal irgendwie noch gleich erstmal eine Mine irgendwie hin. Damit wir ja auch mal irgendwie ein bisschen ein paar Löcher graben können, damit wir was zu tun haben. So, machen wir mal noch 2 rein hier drauf. Okay. Ach, weißt du, ich glaube, wir machen die Bäume hier dann auch noch weg. Weil wenn wir dann noch den Dach drauf haben, dann tanzen immer hier die Bogenschützen und die Mauer drauf rum. Mond gestalten und da habe ich dann auch keinen Bock drauf. Also ihr habt da vielleicht Bock drauf, aber naja gut. Ah, mein. Warum klingt das Schwein wie eine Kuh? Das ist ein bisschen verstörend hier. Gucken, was wir noch so für Viecher finden. Ich finde mal auch noch ein paar weiße, flauschige Schweine. Mal gucken. Wir müssen die Rolle kriegen. Das ist meine Mauer, das ist Privateigentum, das ist geschützt, du. Dankeschön. So. Ey, das war eine Kuh. Ach du Scheiße. Aus dem Schwein. Ich weiß gerade nicht. Also mir ist zumindest noch nicht vorgekommen, dass ein Schwein Leder gibt. Okay. So. Dann würde ich sagen, bauen wir uns jetzt mal noch eine Werkbank. Ja, die stellen wir dann einfach mal hier hinten hin. Ja, so ungefähr. Sieht auch fast genauso aus. Okay. Und dann machen wir uns jetzt mal eine Axt. Und noch eine Tür und dann müssen wir mal gucken, wie weit wir mit dem Scheiß hier kommen. So. Oh, jetzt wird es auch schon langsam dunkel hier. Die Sonne finde ich auch cool gemacht bei dem Texture Pack. Oh, Äpfel. Yummy, yummy. Om nom nom, Apfel. Mach ich mir den Apfelkuchen dann. So. Dann können wir ja mal noch hier
gucken, ob man hier mal, also wie weit man mit dem Boden jetzt kommen. Wir legen jetzt auch mal unser chinesisches Eschholz-Parkett hier. Aber wir haben ja zum Glück jetzt so eine Axt hier. So. Und soweit wir jetzt damit kommen. Und ob dann irgendwie so vor Viecher in mein Haus kommen. Ich hoffe es einfach mal nicht. Nein, jetzt doch zu wenig. Müssen wir mal noch ein bisschen was hacken hier. Oh, Creep. Ich finde die irgendwie knuffig. Ich weiß auch nie, aber... Das Blöde ist halt, man hört die nicht. Wenn die kommen, also du merkst nur, dass es hinter dir zischt und das war's auch schon. So, was haben wir hier? Noch so Info. Naja. Okay. Noch ein paar Bretter machen, gucken wir mal, damit müssten wir jetzt aber hinkommen. Okay, wunderbar. Haben wir das erstmal geschafft hier. Also unseren Boden fertig. Dann müssen wir erstmal noch die Decke drauf machen. Zumindest, dass sie nicht hier reinspringen. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal mit dem ersten Part hier. Gucken wir mal, wie lange das jetzt noch dauert. Aber ich nehme mal an, das kriegt man ziemlich schnell hin. Und dann in Part 2 gucken wir mal, ob wir irgendwie ein bisschen Stein kriegen, Erze, irgendwas, damit wir uns mal ordentliche Werkzeuge machen können, damit wir diesen Viechern hier immer ordentlich eins über den Deckel ziehen können. Dann geht's los. Okay. Oh ne, jetzt kommen die schon hier. Mal rausgehen. Ja, komm, stirb. Ach nee, ja. Geh mal lieber. Das ist dann irgendwie scheiße, wenn die Typen hier angetanzt kommen und einen einfach so kalt machen. Ja, mal gucken. Machen wir uns mal einfach. Wir machen uns ein Schwert. So ein schönes Holzschwert. So ein wunderschönes Spielzeug, ne? Und da... Geh doch sterben. Dankeschön. So. Das ist immer besser hier. Alles voll in diesen Arschlöchern. Kotzt einen an. Oh. Ich
glaube, der kann sogar in mein Haus rein. Oh, scheiße. Toll, was machen wir jetzt? Warte, ich weiß erstmal was. Damit sich unsere Leben wieder regenerieren. Und dann, würde ich sagen, können wir wieder rausgehen. Oh Mann, ich hasse sowas. Ja, dann dauert das jetzt doch ein bisschen länger als geplant. Aber das ist jetzt ja nicht so schlimm. Haben ja Zeit. So. Ach ja. So, aber mein Chinesisch ist echt Holz Pocket, ist doch ganz gut geworden, ne? So, ich find's toll. Ja, das ist nicht so die Qualität mit Holzwürmern hier und so, aber halt müssen wir leben. So, jetzt gehen wir wieder raus. Machen die Viecher platt. So, ist man doch schon. Ich hätte mal treffen können. Hahaha. Wunderbar. So. Nehmen wir jetzt mal noch den... Och nee, Creeper. Hau ab. Wunderbar. Da hinten ist noch ein Bogenschütze, aber... Er hat uns noch nicht gesehen. So. Herrlich. Entschuldigung. Lass mich in Ruhe, ich muss mein Haus gleich bauen. Hektik. Ach man, du nervst, du nervst. Meine Güte. So. Zombies haben ja schon keinen Kopf mehr. Warum haben die dann noch einen Kopf? Ich meine, die treffen doch auch so nicht. Ach nee, bitte nicht, oder? Eins zu wenig. Gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. So, Schleichwerbung. Ach man, das regt ja noch. Es geht schon die Sonne wieder auf. Gucken wir mal. Nehmen wir mal den Baum. Okay, jetzt müsste es aber auf jeden Fall reichen. Ja, ich nehme es mal an. Haha, es hat gereicht. So, also. Jetzt haben wir erstmal hier so eine kleine Hütte fertig. Ja, das war es jetzt vom ersten Teil. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, schreibt bitte in die Kommentare, was ich verbessern kann. Mehr reden, weniger reden. Keine Ahnung. Sagt einfach Verbesserungsvorschläge. Genau, also ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Teil auch wieder zuschaut. Und bis dahin, tschüss.